Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen, aber feinen Kanal. Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Heute schauen wir uns an, was kann das Klagelied, wie kann man sie am besten perken und was sollte man beachten, wenn man sie spielt. Hierbei vorweg möchte ich natürlich ein paar Informationen kurz geben. Wir werden zwei Varianten dieser Klagelied spielen. Einmal eine ungepirkte Variante und eine gepirkte Variante. Und wir fangen jetzt natürlich an mit der gepirkten Variante. Wie habe ich sie gepirkt und welche Empfehlungen würde ich euch dieser Waffe geben? Und das schauen wir uns einfach mal kurz an. Ja, ihr könnt jetzt bereits sehen, wie ich sie gepirkt habe. Ich habe eine Crit-Wertung dabei, zweimal Crit-Schaden, das Element physisch und fügt bis zu 80% Bonusschaden zu, basierend auf die prozentualen deiner fehlenden Kondition. Das heißt, desto weniger Leben du hast, desto mehr Schaden kannst du machen. Also fügt bis zu. Das heißt, das Maximum ist 80%. Machst du mehr Schaden, wenn du weniger Leben hast. So. Aber schauen wir uns jetzt einfach das an, was das Interessante ist generell bei den schwarzen Metallwaffen. Und zwar, die schwarzen Metallwaffen sind Waffen tatsächlich, die euch Schaden zufügen, wenn ihr bestimmte Aktionen durchführt. Je nachdem, was der Kernvorteil denn so sagt. Es kann auch sein, dass die Waffe keinen Schaden zufügt, denn die Waffe hat nämlich noch diesen Kernvorteil. Waffentreffer verursachen 44% Bonusschaden bei Naturfeinden. Und weil das auch hier so gerade im Raum steht, kann man nämlich sehen, man kann die Waffe nämlich auf Feuerelementar noch birken. Wenn man aber sagt, ich möchte aber trotzdem physische Waffe spielen, könnt ihr das machen. Ihr wollt aber trotzdem gegen Naturfeinde gut gewappnet sein, dann könnt ihr das auch dementsprechend mitnehmen. Das heißt, ihr habt sozusagen eine All-Round-Waffe, die sich dann natürlich auch entsprechend lohnt zu spielen gegen Natur und gegen physische Höhlen. Das heißt, dort in diesen Runden werdet ihr kein Problem haben. Das aber nur am Rande. Dann haben wir natürlich hier noch einen zweiten Kernvorteil. Es gibt verschiedenste Kernvorteile. Hier gibt es jetzt nur zwei Kernvorteile, die euch Schaden zufügen kann. Hier zum Beispiel, wenn du drei Feinde mit dieser Waffe eliminierst, verlierst du 12,5% deiner derzeitigen Kondition und verursachst 29 bis 129% Grundschaden, basierend auf deiner Prozentzahl deiner fehlenden Kondition in einem Radius von 0,75 Kacheln. Und hier merkt ihr schon, oh, die Schadenszahlen sind ja ein bisschen komisch. Und ja, Leute, generell vergleicht die Schadenzahlen gar nicht erst mit den anderen Kernvorteilen, denn ich habe schon gesehen, da waren auch andere Waffen mit Kernvorteilen, die denn komplett anders waren, wie hier jetzt. Da solltet ihr entsprechend drauf achten. Aber das nur am Rande. So, welchen dieser Kernvorteile kann ich empfehlen? Ich werde hier auf das Nachladen eingehen, denn sobald ihr nachladet, verliert ihr Leben. Ja, ihr könnt also auch für euch entscheiden, ob ihr den Gegner angreift oder nicht. Und müsst nicht im Gefecht darauf gehen, dass ihr drei Gegner angreifen müsst, ja, ehe dieser Effekt aktiviert wird. Das heißt, wollt ihr ihn schnell aktivieren oder langsam? Das müsst ihr für euch entscheiden. Ich sag mal so, und das möchte ich auch hier kurz geben: Wenn ihr nachladet, Schaden kassiert, müsst ihr auch übrigens warten, bis euer Schild regeneriert ist. Denn das bricht nämlich auch die Schildregeneration ab. Das nur so als Information. Das heißt, wenn ihr wenig Leben habt, kein Schild mehr habt, wartet kurz, damit euer Schild regeneriert. Und bitte spielt auch mit Schild und nicht ohne Schild, weil das Schild wird euch den Arsch retten. Ansonsten finde ich, Klagelied ist eine ganz nette Sache. Hier steht übrigens auch, dass sie eine Bürstwaffe ist. Ja. Schwarze Metallwaffe verschießt leichte Munition in Salven aus 9 Schüssen mit moderatem Rückstoß und verursacht deinen dabei moderaten Schaden und starken Einschlag. Obwohl das kein starker Einschlag ist von 500, aber es kann sich natürlich bei den 9 Schüssen natürlich hochsetzen, was natürlich dann noch 9 mal 500 wäre, wo man dann entsprechend sieht, wie viel Schaden das macht. Das sind, glaube ich, dann 4500. Nee. Doch, 4500 sind das dann, die man dann mehr macht. Also kann man mitarbeiten tatsächlich. Muss man aber nicht mehr per se. Ansonsten, ich habe noch, wie gesagt, eine andere Version der Waffe dabei. Hier könnt ihr sie einfach mal sehen. Sind 7000 Schaden, ist jetzt nicht so viel, weil das Element natürlich physisch ist. Wir werden die Waffe jetzt einfach mal auf Feuerelementar machen, ja, damit der Schaden entsprechend vermindert wird. Und wir werden einfach mal schauen, wie viel Schaden wir mit dieser Variante machen. Und das nur so am Rande. Übrigens, der Effekt des Nachladens oder auch generell das Eliminieren, da brennt dann nämlich kurz vorne euer Lauf, wird entfernt, wenn ihr die Waffe wechselt. Ja,
oder auf Spitzhacke entsprechend wechselt, dann wird dieser Effekt entsprechend entfernt und ihr müsst diese Fähigkeit von vorne einsetzen, also von vorne wieder aktivieren, um halt das zu benutzen. So, wir werden uns das jetzt anschauen. Und dafür gehen wir kurz in den Rucksack rein. Natürlich war, glaube ich, eine Maschinenpistole gewesen. Genau. Die wählen wir jetzt natürlich auch aus. Maschinenpistole ist hier. Gleich die Bleiprügler gefunden. Und die Klagelied stellen wir zweimal her. Ihr könnt ja auch sehen, ich habe hier auch noch meine Blackout dabei. Meine Mitternachtssäge habe ich auch noch hier irgendwo am Start. Denn, das möchte ich auch hier kurz gesagt haben, ich nehme das hier gerade alles in Vordergrund auf. Das heißt, Vorproduktion ist das. Aber das nur am Rande. So, wir gehen jetzt in eine Mission rein. Ich spiele das übrigens ohne Helden-Setup. Das könnt ihr auch hier nochmal sehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das davor auch gesehen hat. Aber das nur am Rande. Übrigens, dieser Nachladeperk, der funktioniert übrigens auch sehr gut tatsächlich mit flinke Finger. Und ich sehe gerade, wir unterstützen hier Sturmgewehre. Nehmen wir das einfach mit. Gut, gehen wir jetzt einfach mal ins Gefecht rein und schauen einfach mal, wie wir am besten hier performen. Bis gleich. So, damit sind wir jetzt auch in der Runde drin. Hier könnt ihr das Feuer sehen. Übrigens, wenn wir jetzt schießen, war jetzt ein Burst gewesen, nachladen, kriegen wir jetzt auch Schaden. Sehr interessant, dass der Schaden tatsächlich auf Feuerelementar ist. Übrigens, ihr könnt sehen, ich lade die Waffe nochmal nach. Ihr bekommt keinen Schaden, erst wenn der Effekt entsprechend entfernt worden ist. Dann ist es so, dass ihr wieder Schaden kassieren könnt. Das heißt, Fähigkeiten ist kein Problem. Wenn ihr aber die Waffe wechselt, ist der Effekt weg und ihr müsst neu nachladen. Das nur am Rande. Schauen wir uns jetzt einfach mal die ungeperkte Variante an. Schauen wir einfach mal, wie viel Schaden wir machen. Natürlich sind wir jetzt schon voll live. Haben wir, besser gesagt, wir haben Schaden kassiert, aber das sollte hier kein Problem sein. Und ja, sieht doch ganz nett aus. Ups, wie gesagt. Kommen sie. Dann halt nicht. Hab hier entsprechend Nachlade raufgepirkt. Hallo? Ach, guten Tag. Man hat mir gesagt, dass sie hier sind. Das ist schön. Wir haben jetzt da oben noch Gegner. Kein Sound macht. Aber ja, ihr konntet gerade sehen, was sie hier einfach performt hat. Also ist tatsächlich stark, was man hier für Performung, genau, wie stark die Waffe einfach ist. Und ich habe halt Nachlade halt dabei. Ja, wir haben uns entsprechend gerade angeschaut. Einschlag hat sie dabei, Nachlade und Rückschussvermeidung. Also ihr seht, wie stark dieser Effekt einfach ist. Ja, das heißt, man muss sie nicht unbedingt so perken, wie ich sie halt geperkt habe, sondern hier ist es euch überlassen, wie ihr sie am besten perkt, wenn ihr wirklich nur auf diesen Perk, also auf diesen Kernvorteil eingeht. Ja, das nur so am Rande. Gehen wir jetzt einfach mal zur nächsten, auch hier kurz nachladen, ja, damit wir auch jetzt hier den Schaden verüben können, sozusagen an den Gegnern. Ja. Ups, haben wir auch irgendwo ein Lager getriggert. Das Nachladen ist deutlich langsamer, was aber hier natürlich gleich mal ins Gefecht wird. Wir können auch meistens die meisten Höhen auch sofort eliminieren, weil wir natürlich auch hier diese wunderschöne Fähigkeit haben. Ich bin ein Wildschwein. Ich müsste eigentlich 2 Kilometer weglaufen, aber ich laufe nicht weg. Was man natürlich hier gleich sehen kann. Wir haben kaum noch Schild. Das ist natürlich suboptimal. Aber was man hier gleich sehen kann, man kann die Gegner eigentlich relativ schnell eliminieren und hat halt bei einigen Gegnern halt nicht das Problem, dass man das Ding hat, dass man da mehrmals drauf schießen muss. Ja, das nur so am Rande. So. Was sehr, sehr angenehm sein kann. Wie ihr seht, Schild wird auch kurz pausiert. Also man sieht die Unterschiede sozusagen. Aber ich sag mal so, wenn man schnell auf mehrere Gegner eingehen möchte, kann man das auch hier sehr schnell machen. Hier, wie gesagt, sollte aber der Schild am Start sein, weil ohne Schild bist du halt relativ schnell weg. 1000 Schild hatte ich ja nur noch gehabt. Und das sollte man auch hier entsprechend beachten. Aber hey, 8000 Leben. Wechseln wir mal kurz. Lachlan. Wir können einfach mal schauen, wie viel Schaden wir kassieren können, wie weit das runtergeht. Ja. Dauert jetzt natürlich ein bisschen, weil wir ja ständig die Waffe wechseln müssen.
und nachladen müssen. Aber ihr könnt hier sehen, man verliert immer weniger Leben von dem, was man eigentlich hat tatsächlich. Aber das nur am Rande. Also ihr könnt sehen, da wird jetzt nicht so viel passieren. Ihr werdet nicht One-Hit tot sein tatsächlich, nur weil ihr die Waffe 100 Mal benutzt. Das habt ihr auch so gesehen, als ich die Waffe gespielt hatte gegen diese Horde an Hüllen. Da war ja kein Problem gewesen und ihr könnt sehen, also das dauert halt wirklich lange, ehe ihr hier down geht. Wie gesagt, an der habe ich ja auch den Effekt dabei. So, nachladen. Können wir auch den hier machen. So, ja, komme ich jetzt. Jetzt haben wir 100 Leben noch. Ja, jetzt sind es 20 Leben haben wir verloren. Ja. Wird immer weniger. Ah, wie weit kommen wir runter? Was glaubt ihr? Wie gesagt, bei der Variante kann man das auch einfach gerade machen. 10% haben wir jetzt. 10 Leben haben wir jetzt verloren. Ja, drei Lebenspunkte haben wir jetzt verloren. Also ihr seht, man kann nicht gewonnen werden von der Waffe. Ich komme langsam auch nicht mehr hinterher. Ich bin verwirrt. Okay, 10% waren das, glaube ich, gewesen, oder? 10 Lebenspunkte. Und dann hat sich das schnell regeneriert. Man hat ja generell, ihr könnt das ja sehen, wie lange das jetzt hier dauert. Also man kann maximal 10 Lebenspunkte noch haben. Das ist interessant zu wissen, dass das Maximale ist, was man noch haben kann an Lebenspunkte. Ist sehr, sehr interessant. Ja, spielen wir doch hier einfach mal ein bisschen. Kommt mal her. Kommt mal alle her. Ihr seid ja so eine schöne Horde. Ja, was ist los? Ja, und das sind Elementargegner. Und ich spiele gegen ihr Feuer. Naja, ihr merkt, die Waffe, die Fähigkeit ist einfach stark tatsächlich. Und ihr könnt halt den Schaden der Waffe natürlich nochmal erhöhen. Das ist nochmal möglich mit Hand Setups. Aber ich wollte euch diese jetzt ohne Hand Setup zeigen. Und ihr könnt generell mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Waffe haltet. Sagt ihr, ja, du hast recht, es ist schon eine sehr, sehr starke Waffe. Dann schreibt es gerne mal rein. Wir werden jetzt noch den Smasher eliminieren. Ja. Los. Und ja, damit ist er weg. Gut, Leute. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis dahin, Leute. Und ciao.